Wir haben gar nicht was. Aufgenommen. Die Kamera war aus. Die Kamera war aus. Jetzt hat der Vlog gar nicht gesehen, wie ich die Maus angeschnallt habe. Ja. Und was du für gute Laune hast. Hat gar keiner gesehen jetzt. Oh. Ja. Erzähl mal. Hm? Du hast erzählt von deinem Lieblingslied, ne? Vogelgezwitscher. Was, Murphy kriegt auch gerade Frühstück. Da ist er. Das ist wie so ein Gnom. Die Maus hat schon gefrühstückt, ne? Du hast schon gefrühstückt. Und Bernd macht gerade Kaffee für uns. Dann hole ich zwei Tassen. Okay. Morgens okay. Ist immer Kaffee erstmal. Ja, man muss ja, ne, dass er warten soll. Ja, macht er ja super. Eigentlich wollte ich jetzt noch 5 Minuten länger warten. Dann sah so tief traurig aus. Das hast du ja schon mal gemacht, länger warten lassen. Ja, hab's vergessen. Ja, vergessen. Und er saß da die ganze Zeit. Dafür, dass er sonst bei allem so blöd spielt, das kann er. Da war er eine Viertelstunde und war dehydriert in 2 Minuten. Genau. Ja, heute ist Samstag. Plan des Tages, den groben kann ich ja sagen. Heute wird Shepherd's Pie gekocht. Für alle, die das nicht kennen, das ist voll lecker. Das zeige ich euch nachher. Brauche ich jetzt nicht erzählen, was es ist. Was hast du an der Brust? Muskelkater immer noch? Schmerzen des Körpers, der Alterung. Alterung und der körperlichen Ertüchtigung. Ja, Bernd hatte Ware ganz viel verräumt im Laden. Und na, wir reden. Wir haben Kinder anwesend. Hm? Ich weiß, dass das einen alten Vater hat. Na, meinst du nicht? Na klar. Mein Kaffee ist immer fast halbes Frühstück, weil da so viel Hafermilch drin ist. Ich habe jetzt bei dir 3 Süßstoff reingemacht. Hm? Ist das genehm? Ja, dann noch 2 weitere rein. Was wolltest du sagen, Morli? So, für alle neuen Zuschauer, die Morli heißt eigentlich Livia. Ja. Aber sie hat gesagt, wir sollen sie lieber Morli nennen. Das findet sie schöner. Na, wie war die Nacht, mein kleiner Schatz? Ja, hast du gut geschlafen? Oh, hast du das echt gemacht heute Nacht? Habe ich ja nicht mitgekriegt. Und dann? Oh, echt jetzt? Nein. Hast du den Smurfy am Schwanz gezogen? Oh, was hat er gemacht? Nichts? Der mag sich, ne? Dann ist er wieder zu mir gekommen und hat sich grummelt bestimmt, ne? Bei dir unter der Decke. Er hat mir heute Nacht wieder angepupst und das hat gestunken wie Teufels. Nicht so toll, ne? Ich habe jetzt halt ein bisschen den Haushalt gemacht im Hintergrund, das Sofa abgesaugt, die Maus angezogen, ne? Wir gehen gleich spazieren, ja? Gewaschen haben wir dich, ja super, ja? Und ich hatte euch gestern in dem Vlog einiges erzählt, dass wir abhalten mit dem Töpfchen, dass das für uns gut läuft. Und dann haben wir noch Fragen dazu bekommen, also genauere Details und so. Aber da gibt's ganz viele Videos auf YouTube zu, die ihr euch anschauen könnt übers Abhalten. Und bevor wieder schlechte Kommentare kommen, das ist absolut kein Zwang. Sie muss da nicht drauf machen. Sie trägt eine Windel und da kann sie auch reinmachen, wenn sie möchte. Du bist eine Maus. Erzähl mal was. Ja, das ist nur ein Angebot, ne, mit dem Töpfchen. Ja, ja. Ja, das ist super, ne? Ja. Und da gibt es ganz viel auf YouTube zu sehen. Und dann werde ich jetzt noch ein bisschen mit der lieben Martha schreiben. Ich habe euch gestern davon erzählt, dass ich halt den YouTube-Kanal von ihr sehr gerne schaue. Das ist auch eine Familie, die haben 3 Kinder, also eine große Tochter, den mittleren Sohn. Ich glaube, der ist so ungefähr im Alter von Calvino. Und eine kleine Tochter, die ist ein bisschen älter als die Livia, ne? Genau, und das ist eine ganz nette Familie, die schaue ich gerne und mit ihr schreibe ich gerade und dann wollte ich ihr eben antworten. Ich werde ihren Kanal nochmal unten verlinken, für die, die Interesse haben, noch eine Familie zu schauen. Ach so, genau, die machen nämlich auch Vlogs, Daily Vlogs und
ja, was sie so einkaufen, Holz und so. Also so ungefähr so Videos, wie wir auch machen, nur ist halt eine andere Familie. Also wie gesagt, der Link ist unten, falls ihr Interesse habt. Und wir machen jetzt den Haushalt weiter und dann gehen wir los zum Papa, die große Runde. Heute ist nämlich schönes Wetter, ne? Schönes Wetter ist heute. Ja, das machen wir. Ja. Ich hatte euch heute Morgen erzählt, dass unser Plan ist, dass wir Shepherd's Pie machen. Und natürlich hat sich wieder eine Planänderung ergeben. Denn Calvino ist nicht da und dann haben wir beschlossen, etwas zu machen, was Calvino nicht gerne isst heute. Und morgen den Shepherd's Pie. Also heute gibt es dann Spargel mit Kartoffeln und Bratwurst, weil Calvino mag nicht so gerne Spargel. Ja, und dann gibt es morgen Shepherd's Pie, wenn Calvino mit isst. Und jetzt wollte ich eben schon mal ein bisschen vorbereiten, bevor ich das Haus verlasse. Weil wenn wir dann nachher wiederkommen, dann brauche ich das nur aufsetzen. Deswegen hole ich jetzt schon mal die Kartoffeln. Die sind nämlich hier im Wintergarten dunkel gelagert, wie sich das gehört. So, und hier ist auch noch recht kühl, deswegen können wir hier schön die Kartoffeln lagern. So, im Sommer müssen wir uns dann was anderes einfallen lassen, wenn wir dann noch hier sind. Vielleicht sind wir dann ja auch schon weg. Ich glaube, das reicht, oder? Oh, mehr Kartoffeln brauchen wir nicht. Sind ja nur Bernd und ich. Die Maus isst ja noch nicht mit und der Etti darf eh nicht. Ein Topf. Und ich nehme immer hier meinen uralt Oma-Kartoffelschäler. Den finde ich so super. Der hat zwar schon so ein bisschen Rost. Aber egal, mit dem kann ich am allerbesten schälen. Bernd nimmt immer diesen hier und damit komme ich überhaupt gar nicht klar. Der ist voll doof. Also, das ist mein Schäler. Und damit zerschneide ich dann die Kartoffeln. Unsere Pipi-Box. Falls wir jemals nochmal nach Ungarn kommen. Wir hätten Futter. Das ist Smurfys Spardose. Olivia-Öl. Genau, Bernd war einkaufen. Es ist ja Samstag, es ist 16 Uhr. Er hat jetzt Feierabend, genau. Und Weste. Wir zeigen euch eben, was er eingekauft hat. Schweineöhrchen, scharfe Peperoni, die guten von Kühne. Die anderen waren 10 Cent günstiger und waren 30 haben wir. Ja, ich bringe eben die Trinkgeldkasse weg. Und zwar haben jetzt alle Kinder hier... Das ist Smurfy, Calvino und Livia, haben alle eine Spardose. Und hier für die, wenn es gut flutscht. Fritteusenfett müssen wir wechseln. Ach. Genau, präsentier du mal den Howl. Howl. Ganz wichtig. Ananas. Smurfy ist auch gerade zufriedengestellt mit seinem Barf. Banane. Oh, die Maus wird wahr. Ja, ich hole das. Howl du mal weiter. Genau. Ich begrüße das mal. Ich mache Popoloch. Nein, mache ich nicht. So, weiter geht's. Oh, ganz viel Futter. Für Smurfy. Das ist jetzt nicht gekauft, das ist aus der Tiefkühltruhe. Da. Da haben wir ja immer für 2 Monate vorbereitet, Barf für den Smurfy portioniert. Und dann holt der Bernd immer so für 5-6 Tage oder so, bringt er das mit hier hin, weil wir hier nicht so viel Platz haben in der Tiefkühltruhe. Dann hat er Spargel mitgebracht, weil wir ja heute Spargel essen. Die Kartoffeln habe ich schon vorbereitet, das mache ich gleich alles in einem Dampfgarer fertig. Angefangene Wurst aus dem Laden, damit die nicht schlecht wird übers Wochenende. Ja, von dir ist die, ne? Ja, Paprika, wo wir lange überlegt haben, ob wir die kaufen sollen für 7 Euro. 2,59 Euro, 500 Gramm. Oh, okay. Also nur 5,20 Euro das Kilo. Ja, okay. Ein Gönjamin gemacht. Ein Gönjamin. Dann hatte ich nachgefragt, die gibt es noch in vegan, verschiedene Sticker, aber nicht bei uns, nirgendwo zu finden bis jetzt. Ja, Mama, ich habe gemerkt, Fleischwurst. Dass sie weg ist. Ja, das hat sie sofort gemerkt, aber die hat jetzt auch eine halbe Stunde nochmal auf mir geschlafen gerade. Dann gibt es einmal Landkäse cremig. Gut. Okay. Ja, nochmal Fleischwurst. Dann gibt es
Hatte ich noch Pepperoni. Im Laden. Achso, die hast du nicht gekauft. Okay. Und die für mich. Die im Laden für dich. Ah, Juli. Ja. Dann geht's weiter. Ein Salatkopf, den wollten wir beim Shepherd's Pie essen. Und wir morgen noch essen dann, ne? Einmal Zucker, der ist aus dem Lager. Genau, weil ich wollte ja den Kuchen backen. Habe ich gerade auf Instagram schon erzählt, dass Bernd Haselnusskerne gekauft hat, dass ich die, den Haselnusskuchen machen kann, den ich jetzt quasi direkt aufsetze. Ja! Bei uns gibt es jetzt Essen. Lecker Spargel, lecker Kartoffeln, Bernds Süßchen, eingekochtes Süßchen. Da wurden wir gefragt, ob das ein eigenes Rezept ist oder von Chefkoch. Das ist Bernds eigenes Rezept. Und Sauce Hollandaise, Knoblauchsoße, Butter, wer mag, noch mehr Sauce Hollandaise und Molly. Du bist auch dabei, ne? Du bist auch dabei? Hast du Hunger? Du bist satt? Der Etty, ich bin auch super. Ja, der Etty hat Hunger, das ist gar keine Frage. Ja, gut. Und ach so, der Kuchen, den kann ich euch auch zeigen. Der ist nämlich gleich fertig. Ja, die Lampe ist noch nicht ausgetauscht, aber der ist schön aufgegangen. Ich zeige euch den, wenn der fertig geworden ist. Fast vergessen, euch unsere Bratwurst zu zeigen, die es dabei gibt. Meine Bratwurst. Jeder eine. Eine Bratwurst. Wird brüderlich geteilt. Unser Kuchen ist fertig. Und wir waren jetzt eine große Runde spazieren. Und ich habe den so rum hier hingestellt und hoffe, dass ich den gut losbekomme. Oh, ja, 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 ja. Ohne Risse. Ja, tada. Und wir haben den schon probiert, von der anderen Seite was abgerissen. Sehr nussig, total lecker. Ich wollte ihn mit Zimtglasur machen, aber Bernd sagt, dann mag er den nicht. Also gibt es Schokoglasur. Und jetzt kommt die Birne rein. Hoffentlich. Die 5 Euro Amazon-Birne. Und hier hat gerade jemand geschlafen und wacht gerade auf. Ja. Musst du die mit Schraubenzieher aufmachen oder? Okay. Soll ich Licht hier in der Küche anmachen? Ah, ist Murphy. Oh, okay. Nein. Haben wir nicht noch so Steckglühbirnen? Wie kommst du da drauf, dass die passt? Also das hast du den Neff Backofen geamazont oder was? Okay. Okay, kein Licht für uns im Backofen. Ich glaube, wir haben noch so eine Steckglühbirne. Ich bin mir aber nicht sicher. Hier sind Glühbirnen. Molly, ich bin sofort so weit. Ne, die haben wir noch von der alten Badezimmerlampe. Ist ganz fluffig, hoffe ich, aber so schneidet er sich, lässt er sich schneiden, denn da ist aufgeschlagenes Eiweiß drin. Das Rezept ist von Chefkoch, ich werde es euch verlinken in der Infobox. Ist ja saftig, der Kuchen. Wir wollten uns nur noch von dem Vlog verabschieden. Ja. Oder hast du noch... Meine Weisheit teile ich nicht mit jedem. Der Kuchen ist mega lecker. Sehr, sehr lecker. Wer keine Nussallergie hat und Nusskuchen mag, danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.